wir haben nicht Medizin studiert, um letztlich ja die Hälfte der Zeit uns mit Administration und Dokumentation zu beschäftigen, und die Zeit für den Patienten, die fehlt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis, und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen, und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im neuen Business Talk Podcast. Heute mal wieder eine Folge aus dem Bereich der digitalen Gesundheit. Wir sprechen heute mit dem Mitbegründer der TOMS GmbH. TOMS steht übrigens für Tomorrow's Medical Solutions. Also wir sprechen mit Dr. Lukas Spohn. Lukas Spohn hat Medizin studiert, hat dann approbiert im Jahre 2015, hat aber zusätzlich auch noch, und das ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert, ein Studium der Ingenieurwissenschaften an der Uni Freiburg absolviert, hat noch ein bisschen VWL nebenher gemacht. Also er beschreibt das auch im Podcast so, und ich komme auch nochmal drauf zu sprechen, das werdet ihr gleich hören, weil mich einfach interessiert, wie jemand so zielstrebig, aber dann auch unterschiedliche Studiengänge abschließen kann. Und letztendlich ist es wieder so, dass aus dem Problem, was er irgendwo gesehen hat, nämlich im Krankenhaus und mit der Arzt- und Patientenkommunikation, gemeinsam mit den beiden Mitbegründern, die er auch nochmal im Podcast beschreibt, wieder eine Lösung oder ein Lösungsansatz entstanden ist für IDANA, also für diese Anamnese-App, die eben schon Arzt und Patient vor dem eigentlichen Arztkontakt oder vor dem eigentlichen Erstgespräch die Informationen des Patienten an den Arzt heranholt, gezielte Fragen stellen kann, damit man einfach gut vorbereitet ist und letztendlich ein Kommunikationsproblem langfristig gar nicht erst entsteht. Also hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Freut euch drauf auf den neuen Business Talk Podcast mit Dr. Lukas Spohn. Ja, willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich habe ja gerade schon in meiner Vorankündigung gesagt, mit wem ich hier heute das Interview führe. Ich freue mich auf Dr. Lukas Spohn. Lukas, herzlich willkommen im Business Talk Podcast zunächst mal. Danke. Wo erwische ich dich jetzt gerade? Wo bist du räumlich, örtlich? Ich bin jetzt gerade daheim in meinem Arbeitszimmer. Okay. Wir steigen einfach mal ein mit meiner fast schon berühmten Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Lukas Spohn? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ich bin Geschäftsführer und einer von drei Gründern der TOMS GmbH, steht für Tomorrow's Medical Solutions. Mhm. Wir haben im Oktober 2016 hier in Freiburg unser eHealth Startup gegründet. Und ja, seitdem arbeite ich hier in Vollzeit, durch alle Höhen und Tiefen durch, von Anfang an dabei, und befasse mich, sagen wir, beruflich vor allem im Bereich neue Geschäftsbeziehungen aufbauen, die finanzielle Seite und auch die Produktseite. Mhm. Jetzt bist du Mediziner, du hast mehrere Dinge studiert. Ich habe das vorhin schon in der Vorbereitung gesagt, beziehungsweise auch in der Vorstellungsrunde schon gesagt. Du hast ein Teilstudium der VWL hinter dir, du bist Ingenieurwissenschaftler und du bist approbierter Arzt, also du hast Medizin studiert. Wie kommt diese Vielfalt zustande? Ja, Medizin habe ich ja zuerst angefangen zu studieren. Und auch quasi am Stück abgeschlossen, direkt nach der Schule. Was war der Grund dafür? Ich fand es einfach super spannend, wie der Mensch funktioniert. Wollte da gerne mehr erfahren und fand es auch super spannend, Krankheiten zu heilen. Das hat mich sehr fasziniert. Deshalb habe ich mich dann direkt nach dem Abitur in Medizin hier in Freiburg eingeschrieben. So ungefähr nach 3 Jahren habe ich gemerkt, hey, das ist super spannend. Aber so die technische Seite, die ich eigentlich davor auch so während meiner Jugend auch sehr gerne als Hobby, habe ich viel gebastelt, auch mit Elektronik und so weiter. Da dachte ich mir, das wäre irgendwie cool, das auch nochmal auf ein höheres Niveau zu heben. Und nach der Vorklinik wurden dann auch die Zeitpläne vom Studium in der Medizin ein bisschen freier steuerbar.
Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir doch noch ein Doppelstudium. Und dann habe ich mich in Embedded Systems Engineering hier in Freiburg eingeschrieben, was so eine Mischung aus, ja, man kann sagen, Informatik und Elektromikrosystemtechnik ist. Und ja, den Bachelor hatte ich dann tatsächlich auch zuerst, bevor ich dann Medizin absolviert habe und abgeschlossen. Direkt nach dem Medizinstudium wollte ich gründen. Diese Motivation, dieser Gedanke, ja, der hat so irgendwie im letzten Studienjahr seinen Weg gefunden. Und es war mir klar, ich will ein Software-Startup im Bereich Medizin gründen. Jetzt habe ich weder in Medizin noch in Embedded Systems Engineering so die betriebswirtschaftliche oder sagen wir mal irgendwie wirtschaftliche Seite gelernt. Da dachte ich mir, okay, das wäre doch nochmal gut, wenn ich zumindest mal anderthalb Semester mich nochmal in einen Wirtschaftsstudiengang einschreibe und da wirklich so die ganz praxisnahen BWL-Kurse belege, um mich da nochmal ein bisschen vorzubilden, bevor ich dann gründe. Und so kommt jetzt diese Vita mit quasi zwei abgeschlossenen und einem angefangenen Studiengang zustande. Okay, da würde ich gleich gerne nochmal zwei, drei Fragen zu stellen, weil das eigentlich genau ja unser Thema ist. Also das Thema, wie wird der Arzt zum Unternehmer? Das ist ja genau ein super spannender Weg. Du hast dich entschlossen, das alles selbst in die Hand zu nehmen und es nicht dem Zufall zu überlassen, weil du, wie du ja gerade gesagt hast, auf jeden Fall gründen wolltest. Was machst du denn sonst, wenn du jetzt nicht doppelseitig Medizin und Ingenieurwissenschaften studierst? Schaffst du den Ausgleich jetzt im Augenblick? Also ich sag mal, neben Familie, gibt es Sport, gibt es vielleicht ein Hobby, was du hast, wo du sagst, das brauche ich auch, um vielleicht von dem Alltag des Unternehmers auch mal wieder entspannen zu können? Ja, inzwischen bin ich auch Familienvater von einem 2 Monate alten Kind. Und ja, ich versuche eigentlich jede freie Minute, die ich habe, neben dem Unternehmen dann auch mit ihm zu verbringen. Und ja, wenn er schläft, dann vielleicht auch mal eine Runde Netflix schauen. Also ja, klar, Gründen geht immer nicht gerade mit einer 40-Stunden-Woche einher, um es mal so zu formulieren. Aber ja, deshalb sind das eigentlich so die beiden Dinge, die ich mache. Bis vor der Geburt habe ich auch noch regelmäßig Sport gemacht. Das ist jetzt ein bisschen kürzer gekommen, liegt aber auch an Corona. Und ja, so sieht mein Tag von morgens bis abends eigentlich derzeit aus. Aber es ist ja ein sehr schöner Ausgleich, wenn du sagst, dass du dir der Zeit am liebsten dann auch deinem Neugeborenen bzw. deinem Kind widmest, was ja, kann aus eigener Erfahrung sagen, durchaus auch etwas ist, was intrinsisch motiviert ist, nämlich dass man, wenn man Zeit hat, eben das auch mit seinem Kind, gerade wenn es noch so frisch ist, auch verbringen möchte und der Zeit der Familie widmet. Ich glaube, das zieht sich auch immer so ein bisschen durch hier durch den Business Talk Podcast, dass die Unternehmer eben sagen, irgendeinen Ausgleich gibt es und sehr schön, dass es bei dir der Ausgleich Familie ist. Jetzt hast du das so salopp erwähnt. Ja, ich habe Medizin studiert und habe ich zwischendurch noch gedacht, auch mir fehlt noch ein bisschen was. Das ist ja jetzt für viele reicht ein Studium aus, um wirklich das zu tun, was man machen möchte. Du hast einfach aus dir heraus gesagt, mir fehlen Dinge und ich möchte gründen und deshalb studiere ich noch etwas obendrauf. Du hast dann ja auch noch promoviert 2015. Gleichzeitig habt ihr aber auch, glaube ich, 2016 schon das Unternehmen gegründet. Also alles, hört sich nach einem sehr strammen Programm an. War das irgendwie bei dir familiär vorgezeichnet? Also hast du Unternehmer in der Familie? Tatsächlich nicht. Nee, ich komme aus einer, ja, Akademikerfamilie. Mein Vater, seine Geschwister, auch meine Mutter haben alle an der Uni gearbeitet. Und ich war der erste oder wäre der erste Arzt geworden. Und gut, bin jetzt auch so der erste Unternehmer, wobei ich sagen muss, doch, mein Großvater hatte eine Autolackiererei. Also zumindest im kleineren Rahmen, ein kleines Unternehmen hatte er. Aber natürlich dort auch nur wenige Mitarbeiter. Ja. Und deine beiden Mitgründer, ist da irgendetwas, wo ihr vielleicht auch mittlerweile Dinge aufteilt, weil ihr sagt, ja, jeder hat seinen Schwerpunkt oder kommen die aus unternehmerischen Familien? Auch nicht wirklich. Lilians Eltern sind Hausärzte. Jeromes Eltern haben auch keinen unternehmerischen Hintergrund. Ja, ich glaube, wir alle drei Gründer, ist vielleicht auch besser so, weil so haben wir dann vor der Gründung nur die positiven Seiten gesehen des Gründens und konnten uns alle voll naiv auf das Thema Gründen direkt nach dem Studium stürzen. War vielleicht auch ganz gut so. Ja, da hatten wir einfach alle drei Lust auf das Abenteuer.
Hast du sehr schön formuliert. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich Spaß an der Sache auch hat und vielleicht auch dieses Abenteuer und das Risiko eingeht, auch wenn man vielleicht nicht 100% fertig ist mit einem Produkt oder mit dem, was man da tatsächlich tun will, aber die Idee und die Motivation und gerade vielleicht auch dann im Kreis von zwei Mitgründern, zwei Kollegen, die Lust haben, einfach etwas zu entwickeln und vielleicht den Mut auch dann noch haben dazu. Jetzt habt ihr die Toms GmbH, Toms ist richtig, ne? Toms Ja. GmbH gegründet vor einem gewissen Hintergrund. Du hast ja gerade schon gesagt, Tomorrow's Medical Solution, also ein Blick in die Zukunft, Lösungen zu finden für die Medizin in der Zukunft. Berichte doch mal so ein bisschen, was macht ihr da und was ist Hintergrund? Ja, der Hintergrund, die Motivation zu gründen, war diejenige, dass dass viele Prozesse in der Praxis und auch in der Klinik ja noch dieselben sind wie vor 20 oder 30 Jahren. Viel zu viel Papier und damit bürokratisch, zeitaufwendig, fehleranfällig. Und wir haben gesagt, also sowohl ich wie auch Lilian, nach unserem Studium und den Erfahrungen, die wir praktisch gemacht haben während des Studiums, also das ist noch keine Umgebung, in der wir irgendwie gerne arbeiten würden, denn wir haben nicht Medizin studiert, um letztlich die Hälfte der Zeit uns mit Administration und Dokumentation zu beschäftigen und die Zeit für den Patienten, die fehlt strukturell. Da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich nicht so, wie die Medizin sein sollte. Sehr viel ungenutztes Potenzial. Und unsere Vision ist eine Medizin, in der sich Arzt und Patienten voll aufeinander konzentrieren können, nicht abgelenkt werden von Bürokratie, Administration und wir auch die Kommunikation herstellen können und den Datenaustausch, den Informationsaustausch kann man sagen, mit dem eigentlich beide Seiten optimal vorbereitet sind. Also sowohl der Patient weiß, was ist meinem Arzt wichtig, was muss ich mir überlegen, was muss ich kommunizieren, als auch der Arzt weiß, okay, ganz genau weiß, was sind die Beschwerden, was sind die Hintergründe, was sind auch die Vorstellungen, Wünsche und Erwartungen des Patienten, wenn ich mit ihm spreche. Und so ist unsere Vorstellung, dass man ein viel effizienteres und produktiveres Arzt-Patienten-Gespräch führen kann, wenn man eben viel Routine, Standardtätigkeiten auslagert und die Software machen lässt. Mhm. Und so entstand dann die Idee von Idana, zu sagen, okay, was ist eigentlich der Beginn der Behandlung, der Beginn des Arzt-Patienten-Verhältnisses, ist eigentlich die Anamnese, wenn der Arzt erstmal sich einen Überblick darüber verschafft, okay, warum ist der Patient eigentlich hier? Und wenn man dann in so mal Statistiken anschaut, irgendwie 8 Minuten Gesprächszeit pro Besuch, durchschnittlich nach schon einer halben Minute werden die Patienten unterbrochen, weil einfach die Zeit knapp ist und deshalb der Arzt dann schnell zu geschlossenen Fragen wechselt, dann deckt sich das auch mit den eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat in der Praxis. Und das ist kein guter Zustand, weil wenn der Arzt den Patienten nicht optimal kennt, dann kann es auch keine optimale Behandlung geben. Und richtig gut kennenlernen, das ist in 8 Minuten nicht erledigt, erst recht nicht bei neuen Patienten. Und hier können wir also gleich von Anfang an die richtige Informationsgrundlage für den Arzt schaffen, wenn wir mit Software sicherstellen, dass eigentlich alle relevanten Fragen schon im Vorfeld gestellt, aufgezeichnet, dokumentiert und dem Arzt zur Verfügung stellen. Weil dann kann er diesen ganzen Standardfrageteil, mit dem muss er sich nicht mehr befassen und kann die Gesprächszeit maximal in die Beratung und den Austausch mit dem Patienten investieren. Und da haben wir gesagt vor der Gründung, das ist doch eigentlich, das ist eine Umgebung, in der würden wir gerne als Arzt arbeiten, weil hier kann man dann seine Arbeit auch richtig gut machen und hat mehr Zeit für das Wesentliche, für die Medizin. Und so, war dann eigentlich die Idee für unser Unternehmen beziehungsweise unser erstes Produkt. Ja. Der Unternehmensname impliziert natürlich, dass wir da auch noch an anderen Stellen Potenzial sehen, aber die Anamnese sehen wir als die Grundlage. Und deshalb haben wir uns darauf zuerst fokussiert. Finde ich wieder super spannend, weil etwas aus der eigenen, ich will jetzt nicht sagen Notsituation heraus entstanden ist, aber aus einer Situation, wo ein
ein Unbefriedigtsein da ist. Also du hast gerade gesagt, das Thema Bürokratie, das Thema zu wenig Zeit für Patienten, zu viele Fehler auch bei der Aufnahme von zum Beispiel Anamnesebögen, vielleicht bei der Übertragung später auf den nächsten Arzt, beziehungsweise von Arzt zu Arzt oder von Helfer zu Arzt, wie auch immer. Und die Erfahrung, die ihr gemacht habt, bringt ihr jetzt absolut ein. Also von daher ist ja auch die Grundlage und Hintergrund des Medizinstudiums, der medizinischen Erfahrung wirklich wichtig, die ihr da einbringen könnt, um etwas zu entwickeln. Verstehe ich das richtig, dass das jetzt nicht ein Tool ist, was zwangsläufig nur im digitalen Einsatz findet, sondern in der Praxis Einsatz findet oder eben schon vorher, bevor ich zum Arzt gehe und meinen Arztbesuch durchführe? Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall vor dem Gespräch mit dem Arzt und auf jeden Fall digital. Am Anfang hatten wir erstmal so die Vorstellung, okay, ist im Wartezimmer auszufüllen auf einem Tablet, weil das natürlich auch ja, ein naheliegender Weg ist, bei dem man auch ältere Patienten gut abholen kann, die vielleicht daheim per Internet nicht gut erreichbar sind. Also ja, sagen wir mal so der Retrofit-Ansatz zum Papierfragebogen. Mhm. Und ja, wir haben dann aber auch relativ schnell das ausgebaut und gesagt, okay, direkt vor dem Gespräch ist schon mal gut, aber vor dem Termin ist eigentlich noch besser, weil dann die Praxis schon ja, sich auch selber vorbereiten kann. Der Arzt kann zum Beispiel schon gewisse Untersuchungen direkt anordnen. Die Praxishelfer wissen schon Bescheid, was sie mit dem Patienten tun müssen und man kann auch den verfügbaren Zeitrahmen besser abschätzen. Und ja, inzwischen haben wir diese Idee sogar noch weiter gesponnen, dass man sogar sagt, okay, der Patient kann jetzt selber die Befragung initiieren und sich quasi vollständig selber einchecken in der Praxis. Ja. Mhm. Wir nennen das den IDANA-Check-In, wenn wir sagen, der Arzt hat eigentlich die Möglichkeit in unserer Software, ja, einen Online-Fragebogen zum Beispiel auf seiner Website oder automatisiert in seine Online-Terminvergabe integriert zu packen. Und IDANA kümmert sich dann darum, dass der Patient all die Formulare daheim ausfüllt, die Praxis benötigt. Ja? Und der Patient wählt sogar selber auch teilweise aus, warum er jetzt zur Praxis kommt. Ein neuer Patient braucht andere Formulare als jemand, der vielleicht zu einem Kontrolltermin kommen muss. Mhm. Und damit haben wir diese Automatisierung noch eine Stufe weitergebracht. Also das heißt, es geht tatsächlich darum, das hast du ja auch vorhin eingangs gesagt, und das steht ja auch bei euch, wenn man sich ein bisschen mit euch beschäftigt, in den Unterlagen, dass ihr wirklich nicht nur Bürokratie abbauen wollt, sondern Prozesse vereinfachen, leichter machen wollt und damit natürlich auch sicherer machen wollt. Jetzt sind wir mal das ganze Thema Datenschutz außen vor, denn ich glaube, das ist mittlerweile eine Grundlage geworden, auch wenn man es natürlich immer wieder beschreiben und auch sagen muss, dass wir hier in Deutschland oder überhaupt im europäischen Raum, gibt ja da gerade viele Neuerungen. Ich spreche mal das Thema Schrems 2 an, wo wir jetzt ja alle Sachen hier in Deutschland oder auf einem europäischen Server auch hosten müssen, wo alles da sein muss. Also viele Unternehmen haben das ja damals ausgelagert in die Staaten, weil es vielleicht ein bisschen billiger war. Aber das gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Also dieses Datenschutzthema ist ja mittlerweile, ich will nicht fast sagen Standard, aber unglaublich wichtig, aber eben ja die Grundlage dafür, dass ihr das tun könnt, was ihr tut. Das heißt, ihr gebt dem Patienten die Möglichkeit, vor dem Termin über eine App des Arztes, über die Homepage des Arztes, über eure Homepage zu gehen? Oder wie läuft der Prozess ab, wenn ich das jetzt von Patientenseite sehen würde? Ja, IDANA bietet da viele verschiedene Prozesse ab. Weil die Praxen eben auch unterschiedlich ticken. Ja, und wir haben auf der einen Seite zum Beispiel den, ich sag mal, hochmodernen Arzt. Mhm. Der hat IDANA so integriert, dass er auf seiner Website ein Auswahlmenü zwischen verschiedenen, sagen wir mal, Symptombildern und ungefähr insgesamt 30 Fragebögen oder 30 Besuchsanlässe, aus denen der Patient auswählen kann und dann die passenden Fragebögen in unserem System zugeschickt bekommt, automatisiert. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir die Praxis, die den reinen Tablet-Workflow vor Ort wählt, die, sagen wir mal, zwei Fragebögen hat, die jeder Patient bekommt, nach wie vor, nur jetzt digital. Das spart denen auch schon sehr viel Arbeit ein, weil sie eben nichts mehr ausdrucken, einscannen oder gar abtippen müssen. Und ja,
irgendwo in der Mitte dann die Praxen, die noch nicht ihre Homepage quasi digitalisiert haben und noch nicht diese Automatisierung, dass der Patient selber sich quasi bedienen kann, sondern die halt sagen, okay, wir haben hier einen digitalen Workflow, wir schicken jedem Patienten, der bei uns einen Termin hat, im Vorfeld selber eine E-Mail mit den Fragebögen, die wir brauchen. Mhm. Und das sind quasi so vielleicht drei Stufen in einem Automatisierungsgrad, die man beschreiben kann mit unserer Lösung. Finde ich sehr schön, weil ihr damit natürlich sehr in die Breite geht. Ihr bedient jetzt alle tatsächlich, also ihr bedient die Praxis, die das noch nicht hat, die mittendrin ist, aber auch die, die sehr technisch affin ist und wo vor allen Dingen ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen das umsetzen müssen. Das ist ja, glaube ich, immer der, neben dem Arzt, der das natürlich umsetzen muss, sind das ja die wichtigsten Faktoren oder die wichtigsten Ressourcen, will jetzt nicht vom Mensch als Ressource sprechen, aber die das umsetzen müssen und die Technik ja dann auch in Vorbereitung bedienen müssen. Und wenn die das nicht akzeptieren, das haben wir auch schon ganz oft besprochen, dann haben wir immer da das größte Problem. Gilt das jetzt flächendeckend für alle Arztgruppen? Habt ihr euch spezialisiert auf einen gewissen Bereich, also Facharztgruppen, oder seid ihr so breit aufgestellt, dass es letztendlich durch die ganzen Facharztbereiche der Medizin gehen kann? Ja, inhaltlich haben wir quasi drei Art Fragebogen-Formulargruppen. Das eine sind so generelle Formulare und auch administrative Formulare, die man mehr oder weniger auch fachübergreifend einsetzen kann, die vielleicht auf der administrativen Seite irgendwelche Einwilligungserklärungen abwickeln, auf der, sagen wir mal, Anamneseseite so die groben Fragen wie, welche Medikamente nehmen Sie, welche Vorerkrankungen haben Sie. Mhm. Dann haben wir Symptom- oder krankheitsspezifische Fragebögen selber entwickelt. Das vor allem für die Allgemeinmedizin. Hier haben wir schon über 50 Fragebögen im System, die quasi sehr viele verschiedene Besuchsgründe und die häufigen Besuchsanlässe abdecken und hierbei quasi die Fragen stellen, die Leitlinie empfiehlt oder vorgibt zu stellen. Mhm. Was wir hier machen, ist tatsächlich nicht die Digitalisierung des Papiers, weil das Papier hat nur die groben Informationen bisher. Was wir mit diesen Fragebögen digitalisieren, ist tatsächlich der standardisierte Teil des Arztgespräches, der aber häufig nicht stattfindet aus Gründen des Zeitmangels, mit dem wir dann aber, dadurch, dass wir diese Informationen jetzt doch dem Arzt bereitstellen können, eben einen großen Qualitäts- und Sicherheitsgewinn zur Verfügung stellen können. Und die dritte Ebene sind standardisierte Fragebögen, die häufig zum Beispiel jetzt gerne im psychologischen Bereich eingesetzt werden, zum Beispiel Depressionsscreener, diagnostische Fragebögen auch für psychosomatische Erkrankungen. Das sind Fragebögen, die sind teilweise länger und die werden normalerweise von Hand irgendwie wird ein Score ausgerechnet. Ja, okay, Patient hat, weiß ich nicht, 10 von 30 Punkten, noch keine Depression zum Beispiel. Und das sind natürlich Tools, die können auch einen sehr großartigen diagnostischen Mehrwert für den Arzt bieten. Nehmen wir an, zum Beispiel ein Hausarzt-Setting. Ist halt eben häufig mit Patienten konfrontiert, bei denen eine körperliche Ursache nicht so wirklich wahrscheinlich ist. Aber auf der anderen Seite, um hier im Gespräch voranzustoßen, braucht man erst ein gutes Vertrauensverhältnis und zweitens eben auch viel Zeit. Mhm. Und wenn man jetzt hier so ein diagnostisches Tool, was eben auch wissenschaftlich validiert ist, zum Einsatz hat und Idana eigentlich direkt das Ergebnis, nämlich den Score, keine Depression oder Anzeichen für eine leichte Depression ausspuckt, dann kann der Arzt hier ja diese Fälle ganz einfach identifizieren, weil wir eben auch selber festgestellt haben von unseren Kunden, aber das ist auch, nichts Neues und schon bekannt, dass gerade auch so heikle Themen, da sind die Patienten offener, wenn es einfach nur ein Fragebogen ist. Mhm. Da gibt es weniger Schamgefühle zum Beispiel. Und deshalb ist das auch eine super Ergänzung für die hausärztliche Praxis dann zum Beispiel auch hier so eine Diagnostik zur Verfügung zu haben. Ja, das finde ich eine super wichtige Information, die du da gerade gegeben hast, dass das natürlich auch was damit zu tun hat, mit dem Patienten was zu tun hat. Also du hast das Thema Schamgefühl angesprochen, gerade wenn es um vielleicht etwas diffizilere oder auch problematische Erkrankungen geht oder sehr persönliche Themen da besprochen werden, dass so eine digitale Möglichkeit auch hilft,
dass sich der Patient da einfacher öffnet, weil das heißt ja letztendlich, ich kann bessere Informationen bekommen. Meinst du das jetzt bezogen auch auf das persönliche Gespräch? Also dass er das vielleicht im persönlichen Gespräch gar nicht so gerne angesprochen hätte? Ist das eine Erfahrung, die ihr vielleicht gemacht habt? Ja, also was hier immer ein sehr gutes Beispiel ist, die Uniklinik Freiburg, die Abteilung für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Dort wurde Idana in der Spezialsprechstunde für Dysknathie-Patienten, also Kieferfehlstellungen, eingesetzt. Und die haben natürlich ausführliche Fragebögen, weil was sie vermeiden wollen natürlich ist, dass hier Patienten, auch gerade junge Patienten, operiert werden, die, sagen wir mal, ja, wo die Selbstakzeptanz eher das Problem ist und jetzt keine Fehlbildung. Und ja, hier war das Feedback eben vom Oberarzt, dass die Patienten wirklich im Fragebogen viel ehrlicher antworten als im persönlichen Gespräch. Und das fand er großartig. Und es macht natürlich, ja, es macht Sinn, gell? Man sieht man ja auch in anderen Bereichen der Digitalisierung, dass die Leute zu Google immer erstaunlich ähnlich sind, weil sie halt eben, ja, ist emotionsfrei, der Fragebogen. Ja. Ja, genau. Also ich finde das wirklich sehr, sehr erstaunlich, weil das zeigt ja mal wieder, weil viele sind ja sehr skeptisch, was das Thema digitale Prozesse gerade in der Medizin angeht, und man spricht von Empathie und nur der Arzt kann wirklich mit dem Patienten im 1:1 und im persönlichen Gespräch diese Dinge rauskitzeln, beziehungsweise über das persönliche Gespräch an diese wichtigen Informationen kommen, zeigt aber, dass es vielleicht auch genau andersrum sein kann und dass es sehr viel mit dem Patienten zu tun hat. Natürlich, wie weit möchte er sich öffnen, und dass so ein in Anführungsstrichen anonymes Vorabfragen gar nicht schlimm ist, sondern letztendlich die Informationen noch viel einfacher zu bekommen sind. Finde ich eine super wichtige und spannende Information. Das heißt also, ihr leitet, das hast du gerade auch noch gesagt, das wollte ich noch fragen, ihr leitet auch durchaus Therapieempfehlungen ab, oder geht es noch nicht so weit, sondern es wird 1:1 zusammengezählt und dann vielleicht eine Vordiagnose getroffen, kann man das so sagen? Ja, Idana ist kein Medizinprodukt, ja, auch für die regulatorische Abgrenzung. Das heißt, wir stellen keine, es macht auch keine Diagnostik, ja. Mhm. Wir können natürlich 1:1 zusammenzählen und dann sagen, Anzeichen für eine leichte Depression. Dieses Ergebnis ergibt sich aber aus der wissenschaftlichen Literatur und ist dann eben auch nichts anderes, wie wenn wir 1:1 zusammenzählen und beim Autor ablesen. Mhm. Was wir natürlich selber auch noch einbauen, ist eine Priorisierung der Antworten. Das heißt, bedrohliche Antworten und wichtige Antworten, die fassen wir nochmal separat am Anfang zusammen. Denn je nachdem, es können auch mal irgendwie bei längeren Fragebögen 50 Fragen oder so gestellt werden. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Arzt auch bei der Erfassung Zeit spart und ihm das Wichtige nicht durch die Lappen geht und er deshalb so die kritischen Informationen, die auf jeden Fall hervorgehoben werden. Das heißt, hier machen wir das, was regulatorisch möglich ist, ja, um den Arzt hier noch weiter zu unterstützen, geben aber keine Empfehlungen für die Diagnostik oder Therapie wirklich hier aus regulatorischen Gründen. Ja. Ist das vielleicht irgendwann mal eine Zukunftsmusik, dass man das daraus ableiten kann, weil Daten sammelt er ja letztendlich, ne, die da sein könnten, um so etwas zu tun? Ja, das ist definitiv eine sehr spannende Erweiterung für die Zukunft. Wir hatten bisher von sehr wenigen unserer Kunden die Rückmeldung bekommen, dass es das ist, was sie brauchen. Warum? Mhm. Die Ärzte haben natürlich jahrzehntelange Berufserfahrung. Sie wissen, was sie machen müssen, wenn der Patient mit den und den und den Beschwerden kommt. Der Flaschenhals ist quasi, es an diese Informationen zu kommen, nicht diese Informationen zu interpretieren. Deshalb bleibt abzuwarten, ob sich das wirklich jetzt als eine zeitnahe, spannende Erweiterungsmöglichkeit für Idana darstellt. Finde ich aber auch wieder eine tolle Information, weil das heißt ja letztendlich, dass die Akzeptanz vielleicht auch deshalb groß ist oder gut ist, weil die Ärzte sich davon nicht bedroht fühlen, weil das ist ja sehr häufig so. Nehmen wir mal, es gibt ja die ein oder andere Anamnese-App, die auch Therapieempfehlungen geben können, und die sind sehr, sehr
problematisch am Markt angesehen, weil die Mediziner sagen, ja, die setzen wir natürlich nicht ein, ne, weil dann bin ich ja noch eine Zweitmeinung, wenn ich dann gefragt werde. Also dann ist der Arzt, dann kommt der Patient soweit nicht nur vorinformiert, sondern mit einer Diagnose schon. Und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit. Deshalb finde ich das wirklich super spannend, dass der Arzt und das ganze Team in den Prozess so eingebunden ist, dass wirklich hinterher die Meinung des Arztes oder auch die Therapieempfehlung, die Diagnoseempfehlung des Arztes rauskommt aus dem, was ihr digital vorbereitet. Also aus meiner Sicht ein tolles Zusammenspiel, das ihr da hervorruft. Jetzt arbeitet ihr nicht nur mit Praxen, sondern auch mit Kliniken zusammen. Das ist auch richtig, ne? Ja, sagen wir in Pilotphasen. Also IDANA ist schon im niedergelassenen Bereich haben wir sehr viele Kunden. Mhm. Im Klinikbereich hat die Universitätsklinik Erlangen zum Beispiel IDANA bestellt und wird es einführen. Aber hier sind die Zeiträume sind einfach länger, von Vertragsabschluss bis zur Implementierung. Hier spielt eben auch die Zusammenarbeit mit dem Kliniksoftwareanbieter eine große Rolle. Mhm. Und das ist einfach, ja, da gibt es deutlich mehr Mitspieler und dementsprechend braucht das seine Zeit, während in der Praxis, wenn der Arzt sagt, okay, er möchte die Daten einsetzen, haben wir es theoretisch ein paar Tage später schon zum Laufen gebracht. Klar, Klinik ist immer ein großer Prozess und da gibt es viele Entscheidungsträger und viele Dinge, die da erst geklärt werden müssen. Aber vielleicht rufen wir mal einfach ein paar Klinikdirektoren auf oder Mediziner, wendet euch doch einfach an den Lukas und guckt mal, welche Möglichkeiten es gibt, IDANA wirklich gewinnbringend für die einzelnen Bereiche einzusetzen. Weil ich glaube, dass man muss kein Smart Hospital sein, um sich da jetzt mit diesen digitalen Prozessen zu beschäftigen, sondern man kann einfach mal anfangen damit. Und wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, eine tolle Lösung und auch tolle Möglichkeit. Du hast auch gesagt oder ich habe auch gelesen, dass es eine unkomplizierte Anwendung an die bestehende Praxissoftware gibt. Sowas ist ja auch immer nicht unwichtig, weil ich als Arzt natürlich nicht möchte, dass ich jetzt meine ganze Software, die ich da habe, über den Haufen werfen muss und ganz von vorne anfangen muss, sondern ihr habt eine gute Möglichkeit gefunden, IDANA in die bestehende Praxissoftware über eine Schnittstelle wahrscheinlich irgendwie einzubinden. Ne? Das ist richtig, oder? Ja, genau. Das Ziel, was wir mit IDANA verfolgen, ist ja, dass der Arzt seine Arbeit gut und komfortabel machen kann. Und ja, deshalb war es für uns keine Frage, dass die Daten, die IDANA erfasst, auch dort gespeichert werden sollen, wo auch die ganzen anderen Daten liegen. Mhm. Ja. Deshalb, ja, das hat einige Zeit gebraucht, bis man hier eine runde Schnittstelle entwickelt hat, weil eben der Markt sehr fragmentiert ist und die Unterstützung der Schnittstellennormen auf Seiten der Praxissysteme auch nicht immer so gut ist, wie man es sich wünscht. Aber inzwischen läuft es bei den meisten Systemen und ja, führt eben dazu, der Patient drückt daheim auf seinem Sofa auf den Fragebogen Abschicken-Button und 3 Sekunden später liegt der Bericht in der Patientenakte des Patienten in der Praxis, ohne dass irgendjemand noch einen Klick durchführen muss. Und das ist natürlich sehr elegant und das ist eben auch ja mit ein entscheidender Faktor, warum die Praxen mit IDANA viel Zeit sparen, weil eben das Einscannen von Fragebögen ablegen an der richtigen Stelle und womöglich auch noch irgendwie abtippen von handschriftlichen Eintragen in die Patientenakte, das ist natürlich ein echter Zeitfresser. Mhm. Absolut. Wir werden ja sowieso alle Verlinkungen zu euch in die Shownotes machen. Also wer Interesse hat an dem Thema, die Seite verlinken. Vielleicht können wir auch, gibt es einen Support bei euch irgendwie, an den man sich wenden kann. Den werden wir dann auch einfach in die Verlinkung mitnehmen. Vielleicht können wir da uns nochmal austauschen im Nachhinein, dass wir da irgendwie einen direkten Ansprechpartner auch finden, wer jetzt wirklich einfach mal mehr wissen möchte. Ich denke, über die Homepage wird wahrscheinlich ein guter Weg sein. Ne? Ja, wir haben die Homepage eigentlich mit allen Informationen und Kontaktmöglichkeiten ausgestattet. Mhm. Die ist okay. Immer aktuell und vernetzt mit unserem Team. Ja. Okay, super. Ja, ihr habt ja mittlerweile auch einiges an Mitarbeitern. Ich habe gelesen, 17 Mitarbeiter habt ihr jetzt im Team, also auch schon Größenordnung. Ihr seid ja, ja eigentlich immer noch ein junges Startup. Natürlich, wir haben 2020, ne, ihr habt jetzt 16 gegründet, 19 seid ihr, glaube ich, mit IDANA an den Markt. Ist das richtig? Bin ich da? Ja, genau, das ist richtig. Mhm. So im April 2019 war IDANA so weit, dass wir sagen konnten, okay, jetzt ist wirklich marktreif.
Das ist ja spannend, weil das ja gut ein bisschen über ein Jahr her ist jetzt, ne? Also 1,5 Jahre kann man noch fast gar nicht sagen, aber in dieser Zeit passiert ja viel und ich, so wie ich dich verstehe, lernt ihr auch immer wieder dazu und nehmt die Ideen und auch die Learnings auf aus den Praxen und auch aus den Gesprächen mit den Medizinern, um das ganze Projekt und Tool immer weiterzuentwickeln. Ja, Ne? in dem Jahr hat sich super viel getan. Wenn ich zurückdenke, vor einem Jahr waren wir wirklich zu fünft. Wir hatten zwei kleine Zimmer in einem, sagen wir mal, Büro, wo wir uns die Etage mit anderen kleinen, teilweise Ein-Mann-Unternehmen geteilt haben, hatten irgendwie zusammen, ich weiß nicht, 45 Quadratmeter oder so, plus noch ein paar Gemeinschaftsräume. Und inzwischen sind wir ja 17 Mitarbeiter, haben ein sehr schönes neues Büro, macht dort richtig Spaß zu arbeiten. Das ist schon, der Unterschied ist sehr krass, ja, wenn man tatsächlich so ein Jahr zurückblickt. Ja, ist wahrscheinlich genauso ein Startup, wie man sich es vorstellt. Ich habe jetzt natürlich sofort einen Gedanken im Kopf, wenn ich euch sehe, zu fünft auf zwei Büro, in zwei kleinen Büroräumen, wie man, und dann eine Entwicklung, die plötzlich stattfindet. Aber das ist ja genau das, was ausmacht, ne? Aus der Idee, die irgendwann da ist, und der Theorie dann auch wirklich in die Praxis zu kommen und es umzusetzen. Ich glaube schon, dass das super spannend ist. Und dass da, ich stelle mir einfach immer flache Hierarchien vor, ich stelle mir eine Zusammenarbeit vor, ich stelle mir eine hohe Interaktion vor mit allen, die beteiligt sind, und dass man eben auch schnelle Entscheidungen treffen kann. Ich glaube, das macht ja ein junges Unternehmen jetzt auch in dieser Medizinbranche aus. Wenn du mal für uns so ein bisschen in die Zukunft guckst, jetzt nicht nur vielleicht bezogen auf euer Unternehmen, wo siehst du denn die Entwicklung jetzt im Bereich der digitalen Gesundheit? Wo geht's hin? Was sind so die nächsten Steps, wo du sagst, das ist aus deiner Sicht ein Bereich, der wird sich sehr, sehr stark weiterentwickeln? Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, Telemedizin zum Beispiel bietet ein sehr großes Potenzial in sehr vielen Anwendungsbereichen. Bin mir aber auch sicher, eine Sache wird Telemedizin definitiv nie können, und das ist die menschliche Nähe und Kommunikation zwischen Arzt und Patient so abzubilden, wie es ja das persönliche Gespräch machen kann. Aber ich denke auch, in vielen Fällen ist das jetzt nicht so wichtig. Und da ist der Komfortgewinn für Patienten und für Ärzte definitiv dann das größere Gut. Und auch die Möglichkeiten mit, ja, mehr sich zu spezialisieren als Arzt. Weil derzeit ohne Telemedizin ist man natürlich auch mit der Wahl des passenden Arztes für die eigene Erkrankung, wenn es mal komplizierter wird, auch so ein bisschen regional beschränkt. Ja, ich würde jetzt niemals in Freiburg auf die Idee kommen, mir einen Arzt in Berlin zu suchen, wenn ich ein Problem hätte. Und ja, diese räumliche Distanz spielt in der Telemedizin dann keine Rolle mehr. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dadurch ja einfach immer mehr Experten für ja ein ganz bestimmtes, eng abgegrenztes Krankheitsfeld gibt, die da natürlich sich dann noch immer weiter die Expertise ausbauen. Davon denke ich, würden Patienten sehr, sehr profitieren. Ja. Und Ist das vielleicht was, darf ich kurz rein eine Frage stellen, weil du die Telemedizin ansprichst, ist das was, mit dem ihr euch auch beschäftigt? Also spielt die Dana da eine Rolle? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele Schnittstellen gibt. Ne? Nehmen wir jetzt mal das Thema Videosprechstunde zum Beispiel jetzt als naheliegendes Tool, wo ich eben ja auch gerade mit einer Anamnese, mit einem Fragebogen vorab schon mal sehr viel klären kann. Ne? ja, ich denke, sagen wir es mal so, natürlich, wenn man eine Videosprechstunde macht, da hat man ja gerade das Problem, vor allem wenn man jetzt irgendwie mit einem fremden Arzt spricht, dass auf der anderen Seite der Arzt einen echt noch gar nicht kennt und dass man eben auch über das Video ja auch ein paar Kommunikationskanäle nicht hat. Hier ist natürlich ein Fragebogen vorab, der viel abfragt, natürlich nochmal mehr wert, ja, weil man halt eben da häufig neue Patienten hat. Deshalb lässt sich die Dana auch wunderbar von jemandem einsetzen, der Telemedizin betreibt. Ich denke generell, dass ja, die Entwicklung der Telemedizin hängt, glaube ich, unterscheidet sich oder wird sich unterscheiden vom hausärztlichen Bereich und vom fachärztlichen. Beim hausärztlichen Bereich, da
der basiert einfach, der baut auf eine wirklich langjährige Arzt-Patienten-Beziehung. Mhm. Und ja, klar kann man natürlich bei einer Erkältung auch mal irgendwie über eine App mit einem fremden Arzt sprechen, gar keine Frage. Aber bei chronischen Erkrankungen, da macht es nicht Sinn, wenn man da ständig mit einem neuen Arzt spricht. Und da denke ich, ist alles andere, als dass der Hausarzt, als der ja, Ansprechpartner über viele Jahre oder Generationen bleibt, ist unattraktiv für den Patienten. Aber telemedizinische Lösungen können eben auch dem Hausarzt ermöglichen, diese konstante Bindung selber auch telemedizinisch fortzuführen. Denn natürlich viele Gespräche, viele Besuchsanlässe, da ist keine körperliche Untersuchung notwendig, auch keine Laboruntersuchung. Hier kann man auch super mit dem Arzt sprechen und telefonieren, definitiv. Mhm. Im fachärztlichen Bereich, ja, kommt es drauf an. Ich denke, hier ist das, was ich schon erwähnt hatte, diese Spezialisierung. Hier ist es auch, spricht man häufig mit neuen Ärzten. Es geht um einen ganz konkreten Fall. Es geht hier nicht um langjährige Betreuungsverhältnisse in vielen Fällen. Und da ist Telemedizin einfacher, wobei hier natürlich eben die apparative Diagnostik auch meistens unerlässlich ist oder Labor. Deshalb hier dann vielleicht auch eher nur für die Nachbesprechung. Ja, das wird man sehen. Mhm. Ich bin übrigens total deiner Meinung. Ich glaube, dass es sowohl als auch im Bereich der Telemedizin, also gerade im hausärztlichen Segment, eine andere Bedeutung haben kann. Also da würde ich jetzt zum Beispiel auch die Kinderärzte drunter, also diese Primärmedizin, diese erste Anlaufstellen für ja. Vielleicht auch in dem Bereich der Gynäkologie oder so etwas, auch da hätte man vielleicht noch eine hohe Anbindung. Aber ansonsten der Facharztbereich, bin ich total bei dir, hat eine ganz andere Bedeutung da nochmal. Nicht besser, nicht schlechter, einfach anders. Es gibt ja auch unterschiedliche Anbieter, die sich genau diesem Thema da widmen. Also das ist ein super ja, spannender Prozess, der sich da entwickelt. Und ich glaube, da ist in dem Bereich der Entwicklung, im Bereich der digitalen Gesundheit noch vieles möglich. Auch natürlich zukünftig Einsatz von Algorithmen dahinter. Da bin ich auch mal sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickeln wird. Aber du hast ja versprochen vorhin, dass die TOMS GmbH Tomorrow Medical Solutions ja nicht nur ein Produkt, sondern ihr seid ja in der Entwicklung von mehreren. Ich glaube, da können wir uns auch noch freuen, dass da noch einige Dinge kommen werden. Denn wenn wer ein so starkes Wachstum hat und mehr Mitarbeiter deuten immer auf ein starkes Wachstum hin, da habt ihr sicherlich auch noch einige Ideen in der Zukunft, auf die wir uns wirklich freuen können. Ich gucke immer so ein bisschen mit Blick auf die Uhr. Wir haben ja gesagt, 40 Minuten ungefähr. Ich habe noch zum Schluss immer eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, die ich gerne auch mit dir machen würde. Ich glaube, ja, also ich finde das Thema wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Wir könnten noch sehr, sehr lange reden. Aber der Einblick war schon sehr, sehr gut und sehr, sehr tief aus meiner Sicht. Ich starte einfach mal mit dir in die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht, sagen wir mal, in den nächsten 5 Jahren? Macht eine sehr lange Denkpause. Ja, ja, ja. Das ist auch wirklich eine schwere Frage. Ja. Ich denke nicht so, vermutlich nur in kleinen Schritten. Mhm. Es wird in vielen Bereichen besser. Ich glaube, viele Hypes werden auch wieder Rückschläge erhalten, weil man sieht, okay, so am Ende stimmt die Kosten-Nutzen-Effektivitätsrechnung dann da auch nicht so, auch wenn man mehr dran geglaubt hat. Und ja, der Markt hat einfach sehr viele Player, die noch nicht wirklich alle an einem Strang ziehen. Und ich denke, das ist das größte Problem. Wäre die Situation anders, könnte ich hier noch eine ja, optimistischere Prognose abgeben. Mhm. So bin ich da noch skeptisch, ob wir in 5 Jahren so viel anders dastehen als heute. Mhm. Da bin ich ja fast traurig, dass ich das in der kurzen Frage, kurzer Antwortrunde gestellt habe, diese Frage, weil das natürlich auch eine spannende Ansicht ist auf die Dinge. Ich gebe dir aber recht, lass das doch einfach mal so stehen, weil ich glaube, das kann auch mal wirken für sich. Also gerade, dass es zu viele unterschiedliche Ansichten gibt, auch da bin ich total bei dir. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Eben nicht Krankheit, ja, und ich glaube, das ist schon mal der große Unterschied zur Wahrnehmung heute. Gesundheit bedeutet für mich, sich damit zu befassen, wie man möglichst lange gesund bleibt
Und damit sollte man sich nicht befassen, wenn man gerade krank ist, sondern eigentlich schon früher. Und ich denke, da gibt es noch ein großes Potenzial, was aber eben auch eine andere Einstellung, vor allem auch auf Seiten der Patienten, aber auch der Ärzte bedeutet, hier den Fokus anders zu legen. Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt, die Ärztin als Unternehmer und Unternehmerin haben? Ich denke, ein sehr guter Weg ist Datengetriebenheit tatsächlich. Ja? Wirklich zu messen, die eigenen Prozesse und auch das Ergebnis zu messen. Wie zufrieden sind meine Patienten? Wie verändert sich die Lebensqualität meiner Patienten? Wie viel Zeit investiere ich eigentlich in die Prozesse A und B? Weil jedes Unternehmen und auch die Arztpraxis gehört dazu, ist sehr komplex mit sehr vielen, ja, Mitarbeitern, Patienten und so weiter. Und hier ist es schwierig, irgendwie den Überblick zu behalten. Und ja, Zahlen schwarz auf weiß zu haben, sind ein optimaler Weg, die Punkte zu identifizieren, die man verbessern kann, sei es auf der Kosten- oder auf der Umsatzseite. Ja, da hört man so ein bisschen den VWLer auch wieder raus. Das ist aber genau der richtige Weg und ich glaube auch ein guter Tipp für alle, die sich mit dem Thema Unternehmersein ein bisschen mehr beschäftigen wollen. Nochmal eine persönliche Frage zum Schluss. Gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders erreicht, mitgerissen, motiviert hat, den du empfehlen kannst oder das Buch, das du empfehlen kannst? Kann auch einfach ein wirklich schöner Film sein. Ne? Ich meine, du hast Netflix vorhin angesprochen. Vielleicht gibt es eine schöne Serie, die du siehst. Oder könnte ich einen empfehlen, fällt mir gerade ein. Aber das habe ich ja gar nicht gefragt. Ja, auf Netflix kommen die Medien natürlich eher so als Massenware, gell? Da bleibt, fällt mir gerade schwer, eigentlich zu erinnern, was so wirklich mich da langfristig geprägt hat. Ja, ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, das ist aber auch eher jetzt nicht für Ärzte relevant, sondern vielleicht für andere Unternehmer in dem Bereich. Es das heißt Inspired und beschreibt, wie man modernes Produktmanagement betreibt. Und verfolgt eben auch einen sehr datenbasierten Ansatz. Ist sehr, sehr spannend, wenn man ein Produkt entwickelt. Ja. Ich bin da sehr dafür, dass man außerhalb der Medizin guckt. Das tue ich auch immer wieder sehr gerne, empfehle das auch immer wieder, weil sowieso viele Mediziner ja zu lange in der Medizin bleiben und dann diese Blase entsteht und man gar nicht mehr weiß, was mit anderen ist. Aber dir ist noch was Mir ist eingefallen. jetzt doch eins eingefallen, Ja? ja. Das Social Dilemma, das Dilemma der Ah, sozialen ja. Medien, das ist ja ganz kürzlich auf Netflix rausgekommen, doch. Der Film hat mich tatsächlich doch wirklich geprägt. Ja, muss ich gar nicht so dafür zu sagen, ist auf jeden Fall erschreckend und sehr sehenswert, Okay. definitiv. Dann werden wir mal diese beiden Verlinkungen, das Buch und auch die Serie, den Film in die Shownotes bringen und mal eine Verlinkung dahin machen, dass man sich das anguckt. Lukas, ich darf mich bei dir bedanken dafür, dass du uns an einem Dienstagabend deine Zeit geschenkt hast, die du jetzt nicht gerade mit deinem Kind verbringen kannst, sondern mit uns hier im Podcast. Vielen, vielen Dank dafür. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal ein bisschen was zu erfahren von dir und auch von dem Unternehmen und auch von Idana mit eurer Idee. Ich finde es toll, dass ihr das gemacht habt, dass ihr da auf einem guten Weg seid und euren Teil dazu tragt, dass in der ambulanten Versorgung was passiert. Und das heißt ja auch, es gibt eine bessere Patientenversorgung. Es ist ja nicht nur die unmittelbare Medizin, sondern ihr tragt ja damit mit Idana und mit den Ideen, die ihr habt und die ihr vor allen Dingen umsetzt, dazu bei, dass es eine bessere langfristige Patientenversorgung gibt. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das Interview heute. Für alle die wieder mit dabei waren, danke fürs Zuhören und denkt immer dran, wenn ihr uns mal bewerten wollt, macht das gerne bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns schaut. Freut uns immer, damit wir sehen, was wir vielleicht noch besser oder anders machen können. Wünsche euch eine tolle Woche, bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Vielen Dank. Schönen Abend dir auch noch. Ja, danke. Schöne Woche. Tschüss.